Wer viel in Europa unterwegs ist, der braucht ein Camping-Setup. Und es ist egal, ob Zelt, Hängematte oder sonst was, man braucht irgendwas, bevor man startet. Für mich ist es in letzter Zeit ganz oft ein Camping-Setup auch vom Auto aus gewesen. Und da habe ich zwei Varianten. Einmal High-End-Dachzelt-Setup und einmal ein bisschen Low-Budget-Studentenausbau. Und wir zeigen euch heute die Kniffs. Was braucht man, was braucht man nicht, auf was kann ich gar nicht mehr verzichten, was kann ich euch unbedingt empfehlen und gibt es vielleicht auch Sachen, die man unbedingt nachbauen sollte. Bleibt dran, dann findet ihr es raus. Wir fangen mal beim teuren Setup an. Ich habe es euch schon gesagt, wir haben hier ein Dachzelt von Roofspace. Das haben die mir schon vor, ich glaube, einem halben Jahr oder sowas, haben die mir das leihweise zur Verfügung gestellt und ich konnte es ein bisschen testen. Aber wir fangen erstmal an hier mit diesem kleinen Zeug. In dieser silbernen Box, ich mache mal kurz das Technikzeug zur Seite, haben wir das gesamte Kochsetup. Ihr merkt es übrigens schon hier so unter mir. Ich stehe quasi unter dem Dachzelt. Das heißt, das hier, so normalerweise steht hier ein Stuhl, kann man hier was auch drauf abstellen. Das heißt, man hat hier Stuhl, Tisch und gleichzeitig alles, was man braucht. Wir haben hier Gaskocher, Pfanne, Tacos, Becher, Tee. Ganz kurz ergänzend da dazu. Ich war vor kurzem auf dem Festival, deswegen ist es jetzt nicht aufgeräumt und auch nicht so gesund wie sonst. Aber da ist alles drin, was man haben möchte. Und wenn ich mir dann irgendwas kochen möchte, dann kann ich quasi einfach hier meinen Gaskocher rausholen. Bam, bam, aufbauen. Hier oben drauf stellen, kochen. Entspannte Nummer. Ich habe hier meistens, wenn man im Hintergrund guckt, richtig geilen Ausblick. Ich sitze hier trocken, selbst wenn es regnet, einfach weil es hier so halbwegs überdacht ist. Und ist einfach geil. Also ich sag's euch ehrlich, das hier ist in Minuten schneller aufgebaut. Ich habe alles griffbereit, ich habe einen Tisch, ich habe eine Box, wo alles drin ist. Absoluter Gamechanger für mich. Die Box habe ich gekauft, glaube ich, auf eBay Kleinanzeigen vor 3 Jahren oder sowas für 20 Euro. Das heißt, auch das war relativ günstig. Campingkocher und sowas ist alles standardmäßig. Das ist einer der riesengroßen Vorteile von so einem Dachzelt, weil so eine Kiste hat im Auto immer Platz. Ich hatte wirklich noch nie Platzprobleme und das ist geil. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die mich persönlich glücklich macht. Strom. Und da ist eine Erneuerung in den letzten Monaten dazugekommen und das ist das hier. Das habe ich mir übrigens privat gekauft. Das ist eine Anker Multisteckdose. Die hat 60 Watt und lädt mein Handy ultra schnell auf. Wir sind gerade hier, mein Handy hatte 7%, ein paar Minuten später hat es jetzt 13. Das hier ist ein Piece, was ich so auf gar keinen Fall mehr missen möchte. Und auch fürs Dachzelt habe ich mir mittlerweile angewöhnt, ich nehme ein Verlängerungskabel, mache das hier vorne dran, lege das dann oben ins Dachzelt rein. Da muss ich die Powerstation nämlich nicht hochtragen und habe dann oben in meinem Zelt quasi genügend Strom für Laptop, Handy, USB. Und wenn ich dann trotzdem noch Strom brauchen sollte, dann ist es immer noch eine Option und da kommen wir gleich zum nächsten Produkt. Meine Powerstation hochzutragen. Und wenn wir schon beim Thema Strom sind, dann kommt man um das hier nicht drum rum. Und das hier ist eine Powerstation. Aber nicht nur irgendeine, sondern die Anker Solex F1200. Was soll ich sagen? 1229 Wattstunden hat die Powerstation. Das reicht einige Male, um einen Laptop aufzuladen. Unendlich oft gefühlt für Handys und sonst was. Die Powerstation ist dafür also konzipiert, dass man autark irgendwo stehen kann. Und egal, ob du gerade in Slowenien unterwegs bist, in Kroatien im Urlaub oder sonst wo, diese Powerstation sorgt dafür, dass du nie Stromprobleme hast. Es ist der absolute Oberhammer. Bis zu 1500 Watt Ausgangsleistung. Das heißt, selbst so ein 1200 Watt Wasserkocher, absolut gar kein Problem. Einfach anschmeißen, läuft. Ich habe schon Staubsauger damit betrieben, Wasserkocher, Kettensägen. Also wirklich mit der Powerstation kannst du sehr, sehr viel machen. Eine Sache, die auch extrem wichtig ist, ist der erste Eindruck. Egal ob live oder wahrscheinlich auch gerade auf der Kamera. Die macht optisch einen extrem geilen Eindruck. Es macht einfach Spaß, das Ding hier zu benutzen und genau darauf kommt es auch irgendwo an. Und weil Anker, genau wie ich, überzeugt von der Langlebigkeit der Produkte ist, geben sie 5 Jahre Garantie auf die Anker Solex F1200. Wenn euch das Produkt also gefallen sollte, dann schaut jetzt in den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr bis zu 100 Euro Rabatt auf die Solex F1200 plus 5% Cashback. Und auch auf andere Produkte bekommt ihr bis zu 750 Euro Rabatt und auch dort 5% Cashback. Besonders geil ist so eine Powerstation natürlich in Verbindung mit einem Solarpanel. Ich habe dort hinten jetzt eins mit 200 Watt. Das kombiniert ist extrem genial. Ich sag's euch ehrlich, man stellt sich irgendwo in der Wildnis hin, das ist einfach genial und man kann so quasi fast autark unterwegs sein, je nachdem wie viel Strom man braucht. Ich liebe es. Ich lieb's. Das ist der Oberhammer. Das ist genial. Also wirklich in Kombination. Jetzt gehen wir mal ans Innenleben vom Zelt. Dazu muss ich einfach hier diese Leiter hochklettern. Oh Junge, hier ist mein Erlebnis, weil die irgendwie immer wegbricht. Hier geht das Ganze auf und dann ist man auch schon drinnen. Das ist tatsächlich ultra viel Platz, deutlich mehr. Also wenn man das Dachzelt von außen sieht, denkt man immer so, okay, reicht es für eine Person, reicht es für zwei? Ich sag's euch ehrlich, ich habe hier oben schon zu zweit geschlafen, das ist gar kein Platzproblem. Dieses Dachzelt im Spezifischen ist halt besser als die allermeisten Dachzelte. Man merkt auch im Preis, das ist nicht ganz so günstig, aber ich sag's euch ehrlich, ich glaube, es lohnt sich. Ich habe bis jetzt noch nicht viele Dachzelte getestet, ungefähr 3, aber das hier ist mit Abstand das geilste, in dem ich je war. Denn wir haben so ein paar Features, wie zum Beispiel das hier. Oh, jetzt bleibe ich da hängen. Hier, man kann morgens, wenn man aufsteht, direkt in die Sterne gucken oder abends, wenn man einschlafen möchte.
Das Ganze geht auch hier einfach so abends dran liegen, schön in die Sterne gucken oder wenn es regnet, oh, da wird's romantisch, ich sag's euch. Was man hier auch machen kann, aber was ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich es vergessen habe, man kann das hier alles auftrennen und hat dann dort hinten theoretisch, wenn hier jetzt Meer wäre, perfekt Meerblick. Das heißt, nicht nur habt ihr hier ein Dachzelt, sondern auch eine Strandmuschel, einen perfekten Panorama-Rundumblick. Dieses Ding hier ist multifunktionell und obwohl die Matratze hier so dünn ist, ich glaube, was sind das, 5, 6, 7 Zentimeter, die ist extrem bequem. Ich habe hier an diesem Dachzelt nicht zu bemängeln, also wirklich gar nichts. Das Design, es sieht halt auch einfach geil aus, sowohl von außen als auch von innen. Deswegen dieses Dachzelt für mich persönlich eine absolute Empfehlung. Ich sag's euch ehrlich, es lohnt sich in guten Schlaf zu investieren und hier oben schläft sich's einfach immer gut. Weil euch jetzt aber sicherlich auch interessiert, wie ich hier oben sonst eigentlich penne. Normalerweise hier, wie gesagt, die Powerstation im Sinne von entweder Powerstation hier oben hingelegt. Dafür ist immer noch genügend Platz. Guckt euch das mal an, das ist so verrückt, wie viel Platz da ist. Entweder die Powerstation hier oder das Verlängerungskabel hier hochgelegt mit dem Anker Power Adapter. Dann habe ich hier meistens meinen Carinthia Survival Schlafsack. Obwohl es ja morgens so warm wird, den kannst du halt einfach offen tragen. Dann ist es eine richtig schöne dicke Decke. Ich bin eine Frostbeule. Für mich ist der selbst bei 30 Grad halbwegs Pflicht. Ein schönes, dickes, langes Kissen. Ohne das kann ich nicht schlafen. Abfahrt. Also wirklich das hier in dem Setup für mich tatsächlich perfekt. Ich habe es auch schon mit großen, dicken Decken und sowas hier oben versucht. Ist auch eine 10 von 10. Kann ich auch nur empfehlen. Aber an sich dieses Dachzelt, das ist es einfach. Und das, wie gesagt, nicht zuletzt durch genau sowas hier. Das Dachzelt ist, wie schon gesagt, kein günstiges, aber ein extrem geiles. Der offizielle Preis auf der Website beträgt aktuell 3.500 Euro. Ist nicht günstig. Ich frage mal aber nachher bei den Chefs nach, ob ich da vielleicht einen Rabattcode für euch rausholen kann. Wenn ja, zweiter Link in der Videobeschreibung. Ja, yeah, das ist es. Eine Sache, weswegen auch Josh heute dabei ist, man kann dieses Ding nicht alleine abbauen. Das Problem ist, es funktioniert alleine, es geht schon, aber dann braucht man halt 3 Stunden, um dieses Dachzelt zusammenzubauen. Das ist einfach nicht im Sinne des Erfinders, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, das ist so der einzige Manko, den ich gefunden habe. Abbauen mit dem Ding alleine, sehr schwierig. Ansonsten Aufbau absolut kinderleicht, innerhalb von Minutenschnelle und auch alles andere einfach perfekt. Aber nochmal ganz kurz, nur 130 Sachen. Das ist für mich persönlich immer ein bisschen, ja, Abturner. Hätte mir aber in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Strafzettel erspart. Jetzt habt ihr gesehen, was es bedeutet, wenn man mit ein bisschen mehr Budget unterwegs ist und ein geiles Dachzelt am Start hat. Aber ich bin Student und Studenten haben nicht dieses große Budget. Deswegen habe ich mir vor ungefähr 4-5 Jahren was richtig Geiles einfallen lassen, wie ich mein Opel Astra H Caravan Baujahr 2007 für 2500 Euro zu einem Campermobil umbauen lassen kann. Das extrem bequem ist, das war mir sehr, sehr wichtig. Und Self-Camping. Ich kann mich damit quasi auch mitten in die Innenstadt von Köln stellen, ohne irgendwie Aufsehen zu erregen. Einfach, weil ich kein Dachzelt habe, das ich umklappen muss. Und weil ich generell einfach sehr unauffällig unterwegs bin. Dieses Camping-Setup ist meiner Meinung nach absolut genial, denn ich kann es extrem einfach auseinanderbauen und zwar komplett auseinanderbauen und es ist sehr einfach ein- und auszubauen, beziehungsweise es wiegt nichts, denn es ist aus Aluminium. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Hier ist jetzt gerade das Problem, wenn das Dachzelt drauf ist, ich habe das ein bisschen zu weit hinten, ja, deswegen geht die Heckklappe nicht ganz auf, aber im Prinzip funktioniert es wie folgt. Wir haben hier ein Gerüst aus Aluminium. Das Aluminiumgerüst ist gesteckt und passt perfekt von links nach rechts. Wir haben hier 1,20 Meter auf 2 Meter Liegefläche. Eine ganz normale Einmannmatratze. Als Unterlage haben wir hier OSB-Platten. 1,5 cm, da passt ein bisschen Gewicht drauf. Da kann ich noch das ein oder andere Mal ins Gym gehen, ohne dass das Ding durchbricht. Generell funktioniert der Einlass übrigens hier über die Heckklappe. Jetzt durch das, dass ich das hier nicht weiter aufbekomme als so, wenn das Dachzelt drauf ist, bisschen suboptimal. Das heißt, man kommt aber auch über die Seitenklappe rein. Ist gar kein Stress, geht, alles easy, alles schon getestet. Wir gehen rein in den Umbau. Sitz nach vorne. Dann hier das hier komplett nach vorne fahren, sodass wir die maximale Liegefläche aus dem Auto rausholen können. Und das Auto, das ist lang. Jetzt kommt das spannende Teil, ich zeig's euch. Wir haben hier 2 Füße, die kommen hier seitlich in den Fußraum rein. Und dann kommt Trick 17. Denn das hier, seht ihr, das hat ein Gelenk. Dieses Gelenk wird jetzt in das andere Rohr reingesteckt. Dann wird es umgeklappt und dann mit der Schiene von außen quasi fixiert, sodass das hier schön sturdy, hard, was weiß ich, bleibt. Und dann haben wir hier den oberen Teil der Liegefläche, den wir normalerweise beim Autofahren einfach so hochgeklappt haben. Kommt das da rein? Ah, es hat geklappt. Das heißt, ich lasse es jetzt fallen und jetzt Teil da oben drauf. Bam. Kommen wir zum 500 IQ Aspekt. Fertig. Und durch diese Schiene, da kann man sich jetzt drauf sitzen, drauf touren. Das ist so stabil, da passiert gar nichts mehr. Jetzt seht ihr, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben hier
auf diesen Aluminiumprofilen haben wir eine Ablage. Und auf diese Ablage kommen jetzt diese OSB-Platten drauf. Das heißt 1, 2, 3, 4. Die Matratze ist übrigens eine Sonderanfertigung. Die habe ich selber zugeschnitten aus einer alten, günstigen Matratze. Die wird einfach nur draufgelegt und dann haben wir hier drin zwar deutlich weniger Höhe als jetzt, aber eine richtig geile, gemütliche Liegefläche. Zusätzlich dazu braucht man jetzt natürlich noch eine Fensterverdunklung. Ich habe mich dazu entschieden, eine originale Fensterverdunklung zu kaufen. Die wird hier reingeklipst und dann sieht man weder rein noch raus. Problem, ich habe ein bisschen zu dünnen Stoff genommen, weil ich halt wollte, dass man hier noch Luftdurchzug und sowas haben kann. Deswegen kommt Licht rein, was nicht so geil ist, aber an sich trotzdem. Es ist blicksicher und auch sonst, man hat seine Privatsphäre da drin. Genau, man kann hier eine Gardinenstange einhängen, dort und dort oder ein bisschen weiter hinten, also an den Griffenden, das geht auch absolut ohne Probleme. Dann lässt man das hier noch ein bisschen aus dem Auto raushängen, macht die Tür zu und dann hat man hier nach vorne hin Sichtschutz, nach Seiten hin und nach hinten hin. Woher habe ich die Materialien? eBay Kleinanzeigen, das war, glaube ich, ein alter IKEA Gardine oder sowas. Das hier war eine alte Matratze, ich glaube, die hatte ich noch von meiner Jugend übrig oder so. Keine Ahnung. Die Originalfensterheber, die Originalfensterbezüge, die habe ich auch von eBay Kleinanzeigen für einen Zehner. Das hier, das Aluminiumgerüst, habe ich geschenkt bekommen, auf auch eBay Kleinanzeigen quasi. Das hier hat einen Zehner gekostet im Baumarkt. Die OSB-Platten habe ich noch vor der Holzkrise gekauft, da waren die auch noch relativ günstig. Das heißt insgesamt, dieses gesamte Setup hat mich deutlich unter 200 Euro gekostet. Im Vergleich zu einem Dachzelt, das schon ein bisschen mehr kostet, sage ich mal, ist das ein absoluter Schnapper. Jetzt gibt es natürlich immer noch die Problematik Strom und auch da haben wir wieder zwei Sachen, die greifen. Auch hier im Auto habe ich übrigens immer auf Decken gezählt oder auf den Carinthia Survival-Schlafsack, einfach weil man den so super aufmachen kann und weil der Ärmel hat und weil der einfach klasse ist. Die beiden Sachen haben sich für mich persönlich bewährt, aber man kann da bestimmt auch mit anderen Sachen arbeiten. Alles Geschmackssache. Ihr seht, das Setup hier ist deutlich mehr Low-Budget und vielleicht auch was für den einen oder anderen von euch, denn es ist eigentlich relativ easy nachzubauen. Ihr müsst einfach ein bisschen nachmessen, ein bisschen Alu flexen und dann habt ihr das Ganze. Die einzelnen Bestandteile werden im Baumarkt übrigens relativ teuer, besonders das Alu heutzutage. Holy, das ist wirklich nicht mehr so günstig, wie es damals war, vor 4-5 Jahren. Aber es ist immer noch erschwinglich und so ein Ausbau sollte immer noch für ungefähr 300-400 Euro möglich sein. Auf was ich noch gar nicht eingegangen bin, ist der Lagerraum. Da unten drunter habe ich ungefähr 25 cm sind es, was weiß ich, ja doch, 25 cm, 20 cm, was weiß ich, Platz für alles Mögliche. Ich habe meine Klamotten immer drin gehabt, Outdoor-Equipment und so weiter und so fort. Die Kochbuchse, die auch hier zu sehen war, hatte ich auch immer hier dabei. Das ist ganz normal, standardmäßig auf jeder Tour tatsächlich. Und die konnte ich einfach hier oben draufstellen. Decke daneben, hier unten Klamotten, Equipment und sonst was. Und so war ich quasi für jede einzelne Tour gewappnet und ich habe immer alles dabei gehabt. In so einem kleinen, günstigen Setup. Und wenn ihr euch mal vorstellt, hier alle Türen zu, Fenster verdunkelt, Dachzelt nicht aufgeklappt, Dachzelt weg, bam, bam. Dann würde man nichts sehen. Damit kannst du in der Stadt pennen, auf irgendwelchen öffentlichen Parkplätzen, wo du normalerweise nicht campen darfst, ist dieses Setup nicht zu schlagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich könnte euch so einen kleinen Einblick darin geben, wie ich in den letzten Jahren unterwegs war, wenn es draußen für mich auf Touren ging. Wir sehen uns in den nächsten Tagen bei den nächsten Folgen der Slovenia-Produktion. Schaut da unbedingt vorbei. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.